Eins, zwei, drei, fünf. In diesem Video lernst du die wahrscheinlich wichtigste Drehung, die es in der Salsa gibt, die gelaufene Linksdrehung. Man nennt sie auch Crossbody Inside Turn. Silvia und ich zeigen dir jetzt die wichtigsten Schritte dazu und wie die Führung dazu aussieht. Ladies, wir fangen jetzt als Erste an mit der gelaufenen Linksdrehung. Im Grunde genommen gehen wir von A nach B und drehen 1,5 Drehungen zu den Füßen. Ich mache erstmal einen Grundschritt bis zur 5. Sprich 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Auf 6 mache ich eine Vierteldrehung. Auf 7 mache ich eine halbe Drehung. Und auf 1 eine Dreivierteldrehung. 1, 2, 3. Das heißt, ich verbinde meine letzte Dreivierteldrehung mit dem Grundschritt 1, 2, 3. Ich mache das nochmal. Grundschritt bis zur 5. 1, 2, 3. Die 5. Vierteldrehung auf 6. 7 und Verbindung mit Grundschritt 1, 2, 3. Wir machen einen Grundschritt bis zur 5. 1, 2, 3. Die 5. Vierteldrehung 6. Halbe Drehung 7 und wir verbinden mit dem Grundschritt und machen Dreivierteldrehung 1, 2, 3. Nochmal. Ein Grundschritt bis zur 5. 1, 2, 3. Die 5. Vierteldrehung 6. Ich verlagere mein Gewicht auf rechts. 7. Ich verlagere mein Gewicht auf den linken Fuß und verbinde mit dem Grundschritt 1, 2, 3 und gehe ganz normal mit rechts nach hinten. So, und das machen wir jetzt mit dem Partner zusammen. Wir gehen 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lass uns erstmal einen Grundschritt bis zur 5 machen. 1, 2, 3, 5. Der Mann wird uns nach außen vorbereiten auf der 5, sodass ich die Führung, die ich bekomme in meiner Hand, folge mit meinem Oberkörper, sprich, ich gehe ein bisschen mit dem Oberkörper nach außen auf der 5, nach innen auf der 6, drehe weiter 7 und verbinde mit dem Grundschritt 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Kommen jetzt die Männer und zwar mit der Führung für die gelaufene Linksdrehung. Wir fangen mal auf der anderen Seite an. So, jetzt müssen wir erstmal wissen, der Crossbody Lead ist erstmal unser Fundament. Ne? Nochmal zur Erinnerung, Fundament heißt, wir gehen auf den Weg und die Frauen gehen auf die andere Seite. Diese Schritte müssen wir jetzt immer machen. Das nächste ist, dass wir die Frauen nach innen führen, einen Inside Turn. Also wir machen mal den Grundschritt in den Crossbody Lead bis zu 5. 5. Und jetzt erstmal denken, nach innen führen, zu uns. Und direkt hoch und nicht dahin führen, sondern direkt nach oben, nach innen, dass die Frauen auch einen schönen Dreharm haben. Ja, machen wir es noch einmal. Also bis zur 5 ein Crossbody Lead und 1, 2, 3, die 5. Jetzt nach oben, direkt jetzt hier zu unserer Stirn und dann um die Frauen herum auf Stirnhöhe und rum. Und dann machen wir den Grundschritt ganz normal weiter. Gehen wir mal hier in diese Position, damit wir diesen Arm hier mal sehen. Bis zu 3, also erstmal sind wir frontal. Und 1, 2, wechseln dann zum Crossbody Lead. Wichtig, der Arm bleibt jetzt gerade. Jetzt eine kleine Führung nach außen, also Vorbereitung, 5. Und jetzt nur mit einem Finger, Mittelfinger oder Zeigefinger, direkt jetzt hier hoch und nach innen führen und rum. Das Schöne in der Linksdrehung ist erstmal, dass wir da kaum Energie brauchen. Das können wir auch mit einem kleinen Finger führen, wenn wir die Schritte alle haben. Rum und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Machen wir nochmal von dieser Position hier. Geschlossene Paarhaltung. Wunderbar. Schultern zurück. Und Grundschritt. 1, 2, Augenkontakt. 6, 7. Jetzt führen wir die Frauen nach innen zu uns.
Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. Immer dran denken, klein und kompakt alles führen. Ja? Wir wollen jetzt nicht da landen, 3 Meter weiter. Ja? Also vielleicht jetzt hier am Anfang möchte man die Schritte immer alle ganz groß machen, aber das heißt auch für die Frauen große Schritte, da sieht sie immer nicht so gut aus. Ja? Also hier klein und kompakt. Ja? Auf der Tanzfläche haben wir ja sowieso ganz, ganz wenig Platz. Ja? 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 5, 6 und 7. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gleich einen Daumen hoch da und abonniere diesen Kanal. Um keines unserer Videos mehr zu verpassen, aktiviere am besten gleich auch die Glocke neben den Abonnier-Button. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wir freuen uns auf euch.